dann wollen wir mal anfangen in dieser Runde. Ich denke, die Herren sind gut gelaunt, sind gut drauf, haben ja auch viel Zeit, können sich ausruhen. Keine Spiele in der Meisterschaft. Das nervt ein bisschen, oder Willi? Ja gut, in der Tat. Das ist Woche für Woche ein Problem ist für die Trainer und für uns ja genauso. Aber das Schöne ist ja, bei uns fällt es aus, bei den anderen fällt es aus. Also ist keiner im Vorteil. Von daher, es geht immer pari aus. Aber grundsätzlich die Spieler bei Laune zu halten, das ist ein Problem, weil du die Woche für Woche auf das Wochenende konzentrierst, vorbereitest auf den Gegner. Die Spiele werden ja stattfinden. Die werden über kurz oder lang nun stattfinden. Und wie gesagt, ich glaube, für alle Beteiligten ist es jetzt müßig und nervig, darüber zu diskutieren, warum. Wenn man draußen die Wetterbedingungen sieht, muss man sagen, wir reden über Fußball, wir reden nicht über Wintersport. Wir haben in Magdeburg tolle Bedingungen, muss ich auch dazu sagen. Also wir konnten das Training jedes Mal stattfinden lassen und sind fokussiert auf die anstehenden Spiele. Und dann muss man jetzt mal langsam den Wettergott anbeten und sagen, jetzt lass es mal sein da oben, denn Zuschauer, Fans, Sponsoren warten jetzt drauf, dass es endlich losgeht. Herr Bugger, Sie sind der frisch gewählte Präsident. Wie stellt sich denn die Situation im Fußball in Sachsen-Anhalt im Moment für Sie dar? Wenn wir jetzt auf die konkrete Situation eingehen, was jetzt hier schon von beiden Vorgängern gesagt wurde, das ist für den Fußballverband eine schwierige Situation, weil wir ja in den Sommermonaten sozusagen den Rahmenterminplan aufstellen und der Rahmenterminplan dann für die neue Saison eigentlich, ja, wie Art Gesetz ist, sollte eingehalten werden und der kann natürlich nur durch Witterungseinflüsse jetzt hier geändert werden und das ist eingetreten und dem müssen wir uns stellen. Für uns ist das genauso schwierig, das heißt insbesondere für die Verantwortlichen, das alles zu organisieren, ob das nun die einzelnen Ligen oder Klassen des Landes sind, aber auch hier die Pokalspiele. Welche Anstrengungen müssen unternommen werden, damit der Fußball in Sachsen-Anhalt wieder den Stellenwert hat, den er vielleicht noch vor 20, 30 Jahren hatte? Für uns ist klar, dass wir diese Leuchttürme brauchen, dass wir also nicht nur eine Drittligamannschaft brauchen. Für uns wäre es schön, wenn wir also auch in dem höherklassigen Fußball spielen würden. Dritte Liga ist schon Bundesliga, aber wir würden uns natürlich auch wünschen, dass solche Mannschaften oder solche Vereine wie Halberstadt, auch insbesondere auch der 1. FC Magdeburg, ohne einen hier zu bevorzugen, dass die in den Profifußballbereich eindringen, dort spielen, weil diese Leuchttürme für uns dann natürlich beispielgebend sind für die Mitgliedergewinnung, für den Nachwuchs und selbstverständlich auch in der Image oder in der Ausstrahlung des Verbandes nicht bedeutungslos ist. Willi, du schaust dich gern auf die Tabelle. Warum? Ja, weil grundsätzlich die Tabelle eine Momentaufnahme ist. Für die Außendarstellung ist es ganz schön. Das spiegelt letztlich auch das da für den Moment, was man in der Vorbereitung in der laufenden Saison etwas macht. Aber das ist nicht das, was man jeden Tag auf dem Platz erreichen möchte. Es sieht keiner von den Menschen, die die Zeitung aufschlagen, die Tabelle sehen nicht, was wir da keinen Tag aus morgens, nachmittags mit den Jungs trainieren. Der Kapitän hat gesagt, ich möchte Zweiter werden. Und ich finde das gut, wenn der Kapitän, der soll ja Vorreiter sein dieser Geschichte, sagt, er möchte gern Zweiter werden. Ja, das ist ja nicht überheblich, sondern das ist seine persönliche Zielsetzung. Das Quäntchen Glück brauchst du. Wie gesagt, der ein oder andere hat ein bisschen drunter gelitten unter Chancenverwertung und Defizit in einem oder anderen Bereich. Der Marco ist überzeugt, dass Magdeburg vom Kader her, von der Qualität und Quantität her, in seinen Augen Zweiter werden kann. Ich sage selber, ich bin dankbar, wenn wir wirklich, ich sage mal, eigentlich den Tabellenplatz sollte erstrebenswert sein. Unser Ziel war nicht abzusteigen. Das nächste Ziel heißt einfach einen eigentlichen Tabellenplatz. Kommt mehr bei raus, können wir uns alle freuen. Wie unterstützen Sie die Vereine? Der Verband ist ja Dienstleister für die Vereine, also für die Vereine bis runter zum Vereinsmitglied. Das setzt sich ja durch oder wird umgesetzt über die Kreise und dann zu den Vereinen und Vereinsmitgliedern. Und wir begleiten diese Prozesse, die dort in den Vereinen und in den Kreisen stattfinden. Wir sind beratend tätig. Wir unterstützen natürlich nur begrenzt, auch mit finanziellen Mitteln, wie uns das also wirtschaftlich möglich ist. Wir haben jetzt auch, und das ist auch ein Projekt des DFB, da möchte ich ganz konkret mal drauf eingehen,
den Vereinsdialog. Ab Anfang April werden wir mehrere Vereine insgesamt, also 8, das ist so vorgegeben vom DFB, die entweder Mehrspartenvereine sind oder auch nur Fußballvereine sind, reine Fußballvereine sind, aber keine ausgesuchten Vereine, sondern Vereine mit Problemen, werden wir aufsuchen und dort diesen Vereinsdialog, der als Beratung eigentlich dann am Ende ein Ergebnis bringen soll, aufsuchen und versuchen dort zu klären oder zumindest die Probleme aufzunehmen, die sich ergeben, weil das Produkt Fußball, so ist es auch vom DFB vorgegeben, wir haben ja im letzten Jahr in Kassel den Amateurkongress gehabt, auf dem Bundestag im Oktober in Nürnberg nochmal einen Push bekommen soll. Hier ist schon Druck da, aber es ist ein positiver Druck, weil es gibt nichts Schöneres, als vor so einer geiler Kulisse als Sieger den Platz zu verlassen, Fans im Rücken zu haben, die dich von der ersten bis zur 90. Minute besingen, die dich wirklich umarmen, die Tränenaugen haben, die ihr letztes Geld dafür hergeben, den FCM treu zu sein. Und der FCM hat die Möglichkeiten, weil wir Strukturen haben, wir haben die Infrastruktur, wir haben alle Möglichkeiten. Ja, wir haben ein Nachwuchsleistungszentrum, das seinesgleichen sucht. Wir haben auch fähige Trainer, muss ich auch dazu sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir sind in manchen Dingen noch zu lieb bei gewissen Entscheidungen, nämlich Leistungsgedanke. Vielen Dank, meine Damen und Herren.